zwischendurch war, manchmal wirkte eigensinnig. Und ihr Meier links! Ich glaube doch, genau wusste, was er wollte. Christoph! Hier, Christoph, hier, Schattenboxen! Er hat Niederlagen. Du bist auch so ein Sohn. Ihr beide hier! Meier, bleib mal hier. In die Richtung ist gut. Und er ist richtig für Sehen Sie da parallel zwischen? Nee, das geht gar nicht. Ganz definitiv. Okay, Meier, hier. Und hier noch was dran. Frage zu beantworten. Super, danke. Christoph, hier, Christoph, links, Christoph. Nicht gegeben, sondern Christoph. Herr Ort, hier links, beide. Links. Ich nicht und möchte auch diese Herausforderung. Nochmal ganz kurz. Christoph, ganz kurz. Sie haben die Herausforderung angenommen, ihn zu spielen. Haben Sie denn den Eindruck, Max, oder? Max, ja. Bedeutet, nicht nur gerechter geworden zu sein durch ihr Spiel? Sicher gibt es Dinge, die hätten definitiv noch besser sein können. Grundsätzlich aber, muss ich sagen, lässt man sich, wenn man sich die Chance gibt, auf eine Geschichte ein. Entschuldigung, wer war es mit man sieht Schmeling. Konstantin? Man der war's erfährt mit Christoph Ort. Die Konstantin und Downs. Menschen, die sehr extrem waren in einer wichtigen Zeit. Das Foto mit dem Auto nicht nur für ihn, sondern für Deutschland. Und bekommt etwas, was es auch wert ist zu zeigen. Es war auch Ihr erster Filmkuss. Ihre Frau vorher meinte schon, Sie hätten ihr gesagt, es war ganz rational. Sie haben es nicht als Kussszene empfunden. Können Sie es nochmal schildern? Wie war das? War es eine Szene wie jede andere oder was Besonderes? Beim ersten Mal tut es immer weh. Aber dann war es natürlich wirklich unproblematisch. Susanne und ich, wir haben eine ganze Beziehung im Zuge der Zeit aufbauen können, dass solche Sachen genauso dazu möglich sein müssen. Und ich glaube, dass sie gut letztendlich gerne noch einmal die Frage, haben Sie so viel Blut geleckt, dass Sie noch weitere Filme machen oder war es wirklich der erste und letzte? Ich gehe sicher davon aus, dass wir das dann heute rumbringen und dass das meines Tages ist.